Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Im heutigen Video stelle ich euch mal die Crystella vor. Außerdem sage ich euch, wie ich sie spiele und ob sie lohnenswert ist. Crystellas Fähigkeit auf Level 15 fügt jeweils 1700% Angriffsschaden an einen zufälligen gegnerischen Helden und drei andere gegnerische Helden in der Nähe des Ziels zu. Dieser Schaden ignoriert die Schadensgrenzen von Zielen und fügt Helden, die mit einem Siegelzeichen versehen sind, zusätzlich dreimal Schaden zu. Für die nächsten 3 Sekunden ist dieser Held unverwundbar und immun gegen alle Debuffs. Abklingzeit 5 Sekunden. Dieser Held ist immun gegen energieentziehende Effekte und reduziert erlittenen Schaden um 70%. Wenn angegriffen, platziert sie ein Siegelzeichen auf 4 zufällige gegnerische Helden. Diese Ziele können 5 Sekunden lang weder Heilung noch Energieerholung erhalten. Abklingzeit 8 Sekunden. Also von den Fähigkeiten liest sie sich schon mal sehr, sehr stark. Sie haut ordentlich Damage raus, 1700%, das ist echt viel. Dann darf man nicht vergessen, sie platziert Siegelzeichen auf 4 zufällige gegnerische Helden und damit fügt sie dann 3-mal Schaden zu. Außerdem ist der Debuff der Siegelzeichen sehr, sehr gut. Die Helden bekommen keine Heilung und können auch keine Energie erholen, was ein sehr starker Debuff ist und im PvP-Bereich ist das sehr, sehr stark. Generell würde ich sagen, dass Crystella in der Arena ihren Platz finden wird und dass sie schon demnächst ins Hauptteam rücken wird. Zusätzlich ist sie auch noch unverwundbar und immun gegen alle Debuffs. Also, was will man mehr? Sie haut mega Schaden raus, sie debufft die Gegner, ist immun gegen Debuffs und generell immun gegen Schaden. Wo würde ich die Dame einsetzen? Ich würde sie im PvP-Modus einsetzen. In der Arena kann sie gespielt werden. Aufgrund der starken Fähigkeiten, die sie hat, lohnt sich auf jeden Fall, die Dame hochzuziehen. Jetzt kommen wir zum Wichtigen. Wie würde ich sie spielen? Ich zeige euch mal, wie ich sie spiele. Ich habe sie nämlich auch bekommen, direkt mit dem Skin. Und dann zeige ich euch mal, wie ich sie spiele. Wenn man den Skin hat, sollte man sich ein offensives und ein defensives Bild bauen. Das Offensive könnte so aussehen, also erstmal als Haupttalent Kampfeifer, dann böse Rüstung und als zweite Rune kann man sich dann aussuchen, entweder geflügelte Wiedergeburt oder Siegeshorn. Die Traits auf Angriff, Genauigkeit oder auf LP, je nachdem. Bei der Verzauberung würde ich auf kühner Ehrgeiz gehen, auf HÜ oder Siegesrausch würde eventuell auch noch Sinn machen. Aber kühner Ehrgeiz und HÜ, also meine Top-Wahl, wobei ich sagen muss, kühner Ehrgeiz ist mein Favorit, da wenn sie trifft, sie sich auch nicht killen soll. Also beim defensiven Bild würde ich Drachendeckung als Haupttalent spielen, dann würde ich Heiliges Licht als Wappen nehmen, als Zweitwappen könnte man dann Blutbarriere spielen, Albtraum, Geflügelte Wiedergeburt oder Rechtmäßiger Schild. Rechtmäßiger Schild würde ich vielleicht sogar noch ein bisschen besser finden, da sie ja automatisch immun ist. Wenn man den Skin jetzt nicht hat oder auch nicht die Möglichkeit hat, jetzt auf das Kampfeifer-Talent zu rollen, weil man nicht so viele tun hat, würde ich Böse Rüstung als Haupttalent spielen und dann ist man ein bisschen variabel. Dann könnte man beispielsweise ein Heiliges Licht draufpacken, dann hat man so ein bisschen Hybridbild, ein bisschen Angriff, ein bisschen Verteidigung. Man kann auch noch Antrieb spielen, falls man es ein bisschen offensiver haben will. Und dann kann man auch mit Zweitwappen spielen, zum Beispiel Siegeshorn oder Geflügelte Wiedergeburt, Blutbarriere oder auch Albtraum. Und als Verzauberung, kühner Ehrgeiz, HÜ, so würde ich es spielen. Und ich denke mal, das Hybridbild wird gerade für Free-to-Play-Spieler am besten sein. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.